Hey Leute, was geht ab? Heute schauen wir uns das neue Lego Ninjago Magazin an. Das ist die Nummer 27 aus dem Juli 2017. Das Magazin kostet in Deutschland 3,99 Euro, in Österreich 4,40 Euro und in der Schweiz 7,90 Schweizer Franken. Und als cooles Extra gibt es heute die Original Lego Minifigur von Cole. Die Minifigur befindet sich hier in diesem kleinen Beutel, der ist wieder mit Tesafilm befestigt, den machen wir mal kurz ab und die Figur, die schauen wir uns nachher dann nochmal ein bisschen genauer an. Aber vorher werfen wir natürlich erstmal einen kleinen Blick ins Magazin. Und hier sehen wir dann auch gleich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der Seite 4 geht's los mit dem Extra, da gibt es so eine kleine Aufbauanleitung von der Minifigur. Auf der Seite 5 gibt es dann wieder die Ninjago News, mal schauen, was sie heute zu berichten haben. Auf der Seite 6 geht dann das Comic los mit dem ersten Teil. Dann gibt es ein bisschen Action, Labyrinth, Rätsel und Spiele. Und auf Seite 24 geht es dann mit dem Comic weiter. Auf Seite 30 finde ich recht interessant, da gibt es ein paar Facts über die Vermilions. Auf der Seite 32 erzählt uns Sensei-Wu ein paar Witze. Und auf der Seite 34 gibt es dann die Vorschau auf das nächste Magazin. Das schauen wir uns dann ganz am Ende vom Video nochmal an. Gut, dann blättern wir mal kurz ein bisschen durch. Hier auf Seite 4, wie gesagt, naja, es ist keine Aufbauanleitung an sich, weil es ist ja eigentlich nur eine Minifigur, die ist ja leicht zum Zusammenstecken. Aber dafür sind hier ein paar Informationen über den Cole. Er ist der Meister der Erde, eine kleine Beschreibung, die Zugehörigkeit Ninja und der Ninja-Modus einmal fröhlich und einmal tapfer. Und ganz unten haben wir dann noch die Ausrüstung. Und hier auf der nächsten Seite haben wir dann die Ninjago News, Zeit für Action und die Einmeldung heute ist, die Zeit läuft langsamer. Auf der nächsten Seite geht's dann los mit dem Comic, das werde ich mal kurz überblättern, weil ich euch da nicht spoilern möchte. Auf der Seite 13 beginnen dann die ersten Rätsel, hier Zeitsprung, Verwirrung, Zukunft und die Gegenwart haben wir dann hier auf der nächsten Seite. Und hier gibt's dann weitere Rätsel, zurück zum Tempel. Und dann schauen wir mal auf die nächste Seite, Seite 16, Tornado. Das ist auch wieder so ein kleines Rätsel. Und hier haben wir jetzt die beiden Poster, die werde ich mal kurz raustrennen, die schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Da haben wir hier auf der einen Seite den Cole, keiner schlägt die Erdpower, ein richtig cooles Poster. Und hier auf der anderen Seite haben wir die Zeitpower mit den beiden Zeitzwillingen Crux und Acronix. Und wir sehen auch noch die vier Zeitklingen. Und auch heute gibt es wieder eine kleine Abstimmung. Wer Lust hat, da mitzumachen, der klickt einfach rechts oben auf den weißen Kreis mit dem i. Da kommt ihr dann zur Abstimmung und da könnt ihr auswählen, welches dieser beiden Poster ihr cooler findet. Also entweder dieses hier, Zeitpower, oder hier das andere mit Cole. Die Abstimmung ist natürlich wie immer freiwillig, anonym und kostenlos. Und hier seht ihr noch das Ergebnis von der letzten Abstimmung aus dem letzten Magazin. Da habe ich euch ja auch gefragt, welches Poster findest du cooler? Und da hat ganz klar das Poster Zeit der Schurken gewonnen mit 75%, 216 Stimmen hat es bekommen. Ninja Team Go hat 24% und 71 Stimmen. Und das Ergebnis von heute zeige ich euch dann im Video zum nächsten Ninjago Magazin. Gut, dann schauen wir uns jetzt das Magazin weiter an. Hier ist ein bisschen Werbung für Togo Plus. Und auf der nächsten Seite haben wir dann ein Spiel. Das finde ich immer ziemlich cool, dass so kleine Spiele in dem Magazin immer dabei sind. Und man braucht gar nicht viel dafür, nur eine Spielfigur pro Spieler und einen Würfel. Gut, auf der nächsten Seite geht das Comic weiter, das werde ich wieder kurz überblättern. Und hier auf Seite 30 gibt es dann ein paar Facts über die Vermilions, da erfährt man ein bisschen näher, wer die überhaupt sind. Dann geht es weiter hier auf Seite 32 mit Fun, ein paar Witze von Sensei Wu. Und auf der Seite 33 gibt es wieder Fanpost, hier haben Fans ein paar Bilder von Sane gemalt. Und auf der nächsten Seite 34 gibt es dann die Vorschau auf das nächste Magazin. Das schauen wir uns gleich an. Vorher schauen wir uns aber erstmal die Minifigur an. Gut, dann schauen wir mal in die Tüte, wie viele Teile uns hier drin erwarten. Das ist hier oben wieder mit Kleber zugemacht. Ist auch wieder richtig fest zugemacht. So, aber es geht. Und dann schauen wir mal rein. So, gucken wir mal. Die Tüte ist leer, perfekt. Okay, dann baue ich die mal kurz zusammen.
Und so sieht Cole, der Meister der Erde, dann aus, wenn er zusammengesteckt ist. Er ist ausgerüstet mit zwei Sai, dann haben wir hier noch einen kleinen grünen Frosch. Natürlich hat er auf dem Kopf seine Ninja-Maske, dann hat er Schulterpanzerungen und auf dem Rücken hat er dann noch ein zusätzliches Schwert. Und die Ausrüstung werde ich ihm jetzt mal abnehmen, dann können wir uns die Bedruckung ein bisschen genauer anschauen. Und so sieht Cole dann ohne Ausrüstung aus. Wie man es eigentlich von Ninjago gewöhnt ist, ist die Figur richtig gut bedruckt auf Torso, Beinen und Füße. Zudem sieht man hier dann sein fröhliches Gesicht. Und auf dem Rücken wird man noch die Rückenbedruckung sehen, die auch richtig gut aussieht. Und hier sieht man nochmal sein tapferes Gesicht. Also Cole ist schon eine richtig coole Minifigur. Gut, und hier sehen wir jetzt noch die Vorschau auf das nächste Magazin. Am 1. August ist es Zeit für ein neues Abenteuer, die Rückkehr des Samurai X, also richtig cool. Ab 1. August, wie gesagt, gibt es das Magazin Nummer 28 dann. Und als Extra gibt es hier dann den Steinschwertkämpfer, den Steinkrieger, eine richtig coole Figur und noch einen kleinen schwarzen Skorpion. Okay, das war's mal mit dem heutigen Magazin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.